Was? Kakerlake! Wo? Miss Young! Oh mein Gott, nein! Das gibt's doch nicht! Das ist ein Irrtum! Ich hab eine Kakerlake in meiner Suppe! Und ich hab eine in meinen Nudeln! Da sind Kakerlaken in jedem Essen! Sieh! Ihre Nudeln, Sir? Das ist, wo deine Nudeln hingehören. Sind Sie deshalb hergekommen, um mich zu beleidigen? Nein, nein, nicht im geringsten. Ich bin hier hingekommen mit deinem Geschäftsdeal. Hör zu, mein Name ist Jason. Ich bin Manager bei der Around the World Restaurantkette. Und wir werden in ein paar Tagen nebenan ein Geschäft eröffnen. Und wir haben Angst, dass der Gestank eures Nudelshops unsere Kunden verjagt. Aber wir haben ein Angebot für euch. Wir sind bereit, diesen Misthaufen zu kaufen. Schau hier. Schau. Das ist die Hälfte. Sogar ein Drittel von dem, was es wert ist. Hast du ein besseres Angebot? Wissen Sie was? Dieses Haus hat mein Vater gebaut, als ich ein kleines Mädchen war. Viele Generationen meiner Familie haben hier ihr Herzblut reingesteckt. Es ist nicht zu verkaufen. Okay, du wolltest es so. Bald wirst weder du, noch dieses Restaurant oder diese stinkenden Nudeln hier noch existieren. Das verspreche ich dir. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen schon gesagt, ich also, bin nicht... Also, das hier ist die Besitzerin des Restaurants, Miss Young. Darf ich vorstellen, Megan Quall. Sie ist eine Inspektorin vom Gesundheitsamt. Und sie wird hier inspizieren, ob du und deine Küche den Standards entsprechen. Aber wir hatten kürzlich eine Inspektion und wir haben ein Zertifikat bekommen. Wirklich? Nein, nein, Miss Young. Ich habe die Inspektorin gerufen, denn ich habe einen wichtigen Investor, der in mein Restaurant kommt, um alles zu überprüfen. Und ich kann nicht zulassen, dass er den Gestank aus ihrer Küche wahrnimmt. Offensichtlich ist das verdorbene Gemüse oder der Gestank dieser Arbeiter. Ich meine, ich glaube nicht an Stereotypen. Ich glaube wirklich nicht an Stereotypen. Aber wir alle wissen, in welchen Umständen Sie und Ihre Menschen hier leben. Mit allem Respekt. Also, Megan Quall, ich werde annehmen, dass Sie äußerst fair und objektiv sind. Keine Sorge, Mr. Reeves, das ist nur der übliche Vorgang. Und Sie, Miss Young? Sie haben nichts zu befürchten, wenn Sie kürzlich eine Inspektion bestanden haben. Entschuldigen Sie mich. Jeden Morgen wird frisches Essen geliefert. Und alle Angestellten werden alle 6 Monate ärztlich untersucht. Wir waschen alle Produkte gründlich und führen den notwendigen Erhitzungsprozess durch. Ich kann Ihnen versichern, wir hatten noch nie irgendwelche Probleme mit Lebensmittelvergiftungen. Die Leute lieben diesen Ort. Mhm. Nun, Miss Young, ich habe Ihre Küche und Ihren Speisesaal inspiziert. Und ich muss sagen, dass ich keine Kritikpunkte habe. Also zeigen Sie mir einfach die medizinischen Unterlagen Ihres Personals und ich werde bestätigen, dass Ihr Restaurant keine Probleme hat. Sicher. Einen Moment. Oh, und kann ich danach eine Schale mit Nudeln und Gemüse haben, bitte? Natürlich, Mrs. Crow. Zeit für Plan B. Dieses Restaurant hat keine Probleme mit der Hygiene. Also ist die Ursache für den unangenehmen Geruch in Ihrem Restaurant nicht von Ihre hier. Ihre Bestellung, oh, Mrs. Crow. Vielen Dank, Miss Guten Young. Appetit. Ja, das kann ich jetzt auch sehen. Der Geruch kommt definitiv nicht. Was? Kakerlake! Oh mein Gott, nein! Ich habe eine Kakerlake in meiner Suppe! Also, wie erklären Sie sich das, hä? Huh? Nein, nein, meine Damen! Oh mein Gott! Miss Young, jeder hier hat eine Kakerlake in seinem Essen. Das ist ekelhaft. Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen eine Geldstrafe verhängen und den Laden schließen, bis er desinfiziert ist. Oh mein Gott, nein! Vielleicht gibt das ist es ja einen Fehler. Anderen Weg. Es tut mir, ich meine, es, Miss es Young, tut mir so Sie leid. Wenn Sie die Geldstrafe nicht bezahlen und diese ekelhaften Kakerlaken nicht loswerden, werde ich dieses Restaurant schließen müssen. Es tut mir so leid. Megan, das tut mir so leid. Das ist schrecklich.
wirklich schrecklich. Hey, schau nicht mich an. Was hätte ich schon machen können? Los, geh schon. Einfach wow. Ah, wen haben wir denn da? Also was, hergekommen, um zu sehen, was richtiges Essen ist? Mr. Reeves, die Inspektorin hat eine hohe Geldstrafe verhängt. Und so viel Geld habe ich im Moment nicht. Also, wenn Ihr Angebot noch gültig ist, nehme ich es an. Aber ich habe nur eine Bedingung. Sie stellen mich ein. Ich habe eine Menge Erfahrung, ich bin fleißig und ich brauche einen Job zum Leben. Ich nehme jede Stelle an. Bitte. Anderenfalls werde ich das Restaurant nicht verkaufen. Okay. Aber nur, weil ich nett bin. Du wirst Assistentin des Hausmeisters. Wenn du zustimmst, können wir den Deal aufsetzen und loslegen. Morgen. Okay, Deal. Deal? Aber ich muss Sie warnen, Miss Young. Marcus Reeves wird morgen hier sein. Er ist der Hauptinvestor. Bitte bleib unauffällig und verdirb ihm nicht den Appetit. Hast du verstanden? Ja, klar. Super. Dann erwarte ich dich morgen hier. Mein Anwalt wird den Papierkram schon mal fertig machen und... Komm her um 7. Und 6. 5. Klingt gut? Okay. Einverstanden. Schau dir das an. Schön. Das ist die Zukunft des Restaurant-Business. Schön, gefällt mir. Ich hab dir's gesagt, Ed. Ich hab's dir gesagt. Jason, wie oft hab ich's dir schon gesagt? Hä? Nenn mich nicht Vater oder nenn mich nicht Dad, wenn wir miteinander arbeiten, okay? Klar, klar, klar. Mr. Reeves, bitte nimm Platz. Also, ich hab den Deal abgeschlossen, von dem ich dir erzählt habe. Kannst du dich an das Restaurant-Business erinnern? Hab's gekauft. Ich hab das Restaurant gekauft. Also können wir jetzt eine Karaoke in den Raum bauen, ja? Wir brauchen trotzdem noch ein paar Investments, um die ganze Elektronik dafür zu kaufen, aber ein Karaoke-Raum, ja? Kannst du dir das vorstellen? Jason, ich bin hergekommen, um was zu essen, nicht um zu singen, alles klar? Also bring mir ein Steak und wir reden über die Karaoke später, alles klar? Das Steak ist unterwegs. Gut. Steak ist fertig. Sire, wollen Sie gerne dieses vorzügliche Steak probieren? Selbstverständlich. Und wo sind Gabel und Messer? Ah, diese. Gib mir eine Sekunde. Das nicht. Was ist los, Jason? Was stimmt nicht? Also, bitte hör auf. Erinnerst du dich an diese Miss Young, von der ich erzählt habe? Ja, von der habe ich das Restaurant gekauft. Und die arbeitet jetzt als Hausmeisterin hier und ich glaube, die will jetzt Rache. Die Rache. Die will definitiv jetzt Rache, Dad. Rache? Ja, das ist mein Gericht, Mr. Reeves. Außer, dass es keine Rache ist. Ich habe den Teller ausgetauscht, damit Sie wissen, was Mr. Jason Reeves meinen Kunden vorenthält. Er rief die Gesundheitsbehörde an und setzte Kakerlaken in meiner Küche Kakerlaken? Verarschst du mich? Und dann ließ er mich für ein paar Cent arbeiten, obwohl ich jahrelang die asiatische Küche entwickelt und gefördert habe. Sohn,
Ist das wahr? Natürlich nicht. Hör mal, das Restaurant, das war ein Desaster. Dreckiges Geschirr, schreckliche Arbeiter, der Platz, der war eine Katastrophe. Ich meine, Menschen sind wirklich krank geworden durch das Essen der Nudeln. Deswegen habe ich dir auch gesagt, aufzuhören, Dad. Ich sage dir die Wahrheit, okay? Ich sage dir die Wahrheit, Dad. Nun, das ist merkwürdig. Weil diese Nudeln, das ist eines der leckersten Essen, die ich seit langem hatte. Was tun Sie in die Soße? Es ist fantastisch. Oh, danke. Das ist eine Soße aus Laogan-Mabohnen. Ich hoffe, sie war nicht zu scharf. Zu scharf? Machen Sie Witze? Das ist erstaunlich, genau auf den Punkt. Ich hatte noch nie so ein leckeres Gericht. Ich kann mich nicht mal erinnern. Ich kann nicht zulassen, dass Sie dieses erstaunliche Essen anderen Leuten nicht servieren. Das kann ich nicht. Aber Sie haben Ihr Restaurant bereits verkauft. Sie hat's verkauft. An mich. Es wird hier kein dummes Around-the-World-Essen geben, aber stattdessen ein Restaurant für Ihre einzigartige asiatische Küche. Wären Sie gerne die Chefköchin? Oh, ja, natürlich. Oh mein Gott, natürlich, Mr. Reeves. Ich danke Ihnen. Das würde ich gerne. Okay, wartet mal eine Sekunde. Was ist mit mir? Ich habe das Restaurant gekauft. Du sagtest, ich soll das Restaurant kaufen. Ich hab's gekauft. Mein Deal. Also, was ist mit mir? Ich werde das Ganze dann leiten, ne? Jason, du wirst das Restaurant nicht leiten, aber ich habe einen Job für dich. Ein großartiger Job. Als Hausmeister. Der Hausmeister? Und hör zu, vielleicht lernst du ja wirklich ehrliche Arbeit zu respektieren. Und respektiere die Arbeit und die Kultur anderer Menschen. Und wenn ich irgendeinen Dreck irgendwo finde, auf dem Boden, in der Küche oder wieder eine Kakerlake, dann, weißt du was, betrachte ich dich nicht mehr als mein Sohn und du kannst dein Erbe vergessen. Also, Miss, würden Sie sich gerne an Ihrem neuen Arbeitsplatz umschauen? Ja, sehr gerne. Großartig. Nach Ihnen.